Entscheidend wird sein, was sagen die Grünen und die FDP. Christian Lindner spricht, hören wir rein. Ihre Geschichte errungen. Wir haben im Wahlkampf sehr eigenständig für unsere Grundwerte geworben. Wir haben den Wert der Freiheit ins Zentrum gestellt. Wir haben für das wirtschaftliche Vorankommen eines jeden einzelnen Menschen und unseres Landes insgesamt Partei ergriffen. Wir haben ausgestrahlt die Neugier auf und die Freude an Technologie statt einer Verbotshaltung. Wir haben also für unsere politischen Grundwerte, für unsere Grundeinstellung geworben und sind für diese auch gewählt worden. Wir haben bei den Erst- und Zweitstimmen eine viel geringere Unterscheidung als bei früheren Wahlen. Wir sind die stärkste Kraft bei den Erstwählern und sind mit den Grünen gemeinsam bei den Jungwählern vorne. Wir haben jetzt die Marke von 76.000 Mitgliedern überschritten, also einen Rekordstand bei den Mitgliedern erreicht. Und dazu gleich noch, wir haben bei zwei wichtigen Landtagswahlen am gestrigen Tag Erfolg gehabt. All das, diese Indikatoren zusammengenommen, Jung- und Erstwähler, Splittingverhalten, Rekord bei den Mitgliedern zeigt eins, die FDP ist als ein eigenständiges politisches Angebot gestern gestärkt worden. Es waren die Freien Demokraten, die von den Wählerinnen und Wählern tatsächlich gemeint waren. Das war kein taktisches Wahlverhalten für uns. Wir freuen uns über diesen Erfolg und wollen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um aus diesem Erfolg dann auch politische Gestaltung werden zu lassen, mit großer Verantwortung für die eigenständige politisch-inhaltliche Position, die wir haben. Wir haben beschlossen, erstens, dass wir Sondierungen oder Vorsondierungen mit Bündnis 90 Die Grünen aufnehmen. Der Bundesvorstand hat Volker Wissing und mich damit beauftragt, diese Gespräche zu führen. Zwischen Grünen und FDP gibt es die größten inhaltlichen Unterschiede. Bei den Parteien des demokratischen Zentrums, die jetzt über eine Regierungsbildung miteinander sprechen könnten. Deshalb macht es Sinn, angesichts dieser bisweilen bestehenden Polarisierung den gemeinsamen Grund zu suchen. Zugleich sind Grüne und FDP aber auch die Parteien, die sich am stärksten gegen den Status quo der Großen Koalition gewandt haben. Weder die Union noch die SPD stehen für Aufbruch. Beide Parteien regieren lange, die SPD mit 4 Jahren Pause seit 1998. Das ist keine Partei des Aufbruchs, die Union genauso wenig. Die Parteien, die eine Veränderung weg vom Status quo gewollt haben in den vergangenen Jahren, das waren Grüne und FDP. Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte. Wir haben zweitens beschlossen, dass wir danach, also nach den Gesprächen mit Bündnis 90 Die Grünen, offen sind, Einladungen von CDU, CSU oder SPD anzunehmen, wenn sie denn kommen, über weitergehende Gespräche. Drittens haben wir seitens der CSU und der SPD Führung Hinweise inhaltlicher Art an die FDP aufgenommen. Wir haben aber entschieden, dass wir uns an dieser faszinierenden Kommunikation der SPD-Spitze nicht beteiligen wollen.